So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Duell und das heißt FC Schalke 04 gegen Tottenham Hotspur. Das heißt, in der Champions League mit dem Sieg hätten wir ebenfalls 9 Punkte. Jetzt kommt gerade die Tabelle rein. Dann wäre Tottenham unter Zugzwang. Paris würde auf 10 kommen und dann hätten wir vor dem finalen Spieltag 3 Teams komplett mit der Verlosung, wovon eins in die Europa League gehen wird. Und wir hätten Slavia Prag als nächsten Gegner dann quasi, während Tottenham und Paris im direkten Duell aufeinander treffen. Ich glaube, dann wäre es sogar, wenn man sogar, ja, einen Sieg, wenn man sogar mit, ja, könnte man. Ja. Muss mal gucken. Einfach, schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ich wage jetzt da gerade keine Prognose abzugeben. Wir gehen auf jeden Fall rein ins Match und, oder beziehungsweise Richtung Match und gucken wir mal, wie gesagt, ob wir es auf die Reihe bekommen und ja. Wie gesagt, Tottenham soll heute fallen. Hinspiel haben wir verloren, 1-0. Na, Kone ist ausgeliehen. Okay. So. Gucken wir mal, was die Mannschaft. Also, er wird auf jeden Fall nicht komplett auf der Bank sitzen. So, wechseln wir mal auf der Position. Ja, ich brauche drei, ich brauche nicht unbedingt. Ich brauche noch, ziehe noch einen Innenverteidiger auf die Position Bank. Verteidiger, dann passt das so. Ja. Mal Rashica ein bisschen eine Chance geben. Also ja, man will ja unbedingt spielen, damit er ein bisschen zufrieden ist. So, auf jeden Fall gehen wir mal rein ins Match. Ich habe die Nachricht übrigens gesehen. Ich habe sie nicht, habe sie bewusst jetzt gerade übersehen. Und dann schauen wir mal, ob wir es heute hinbekommen. Die Spurs zu packen. Wie gesagt, wenn wir mit dem Sieg, wenn wir, hatten wir 9 Punkte, dann wären wir komplett wieder da, wenn wir dabei. Da hätten wir 9. Slavia, Paris. Ja, da die beiden Niederlagen. Ja, alles gut. Gucken, was möglich ist. Also, Sieg wäre so, so wichtig. Erzielt. Klappt das heute auch wieder? Gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, hier in der Arena auf Schalke, in der gutes Fußballwetter herrscht. Rolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Schalke 04 gegen Tottenham Hotspur. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. So, einfach mal schauen, die Jungs sind heiß, wollen Tottenham natürlich schlagen. Jetzt kann ich mal das Ding ausmachen, weil es mich gerade extrem kalt wird. Ja, bei über. Ja, gut, so warm wird es heute nicht. Ich heute habe ich gerade nachgeguckt, es sind sogar 31 Grad heute. Gestern waren sie ja bei 36, 37 Grad. Schon sehr warm, aber auch gucken. Ich lasse jetzt einfach mal erstmal gerade kurz den Ventilator aus. Oder wir machen es anders. Ich setze nicht auf mich, sondern ich setze ihn in den Raum. Und dann kühle ich damit quasi mal meine PlayStation. Die hatte mich gestern auch gemeckert. Und, bist du warm? Ja, schau dich doch nur mal um hier. Wahnsinn, Stimmung. Ja, also gehen wir trotzdem mal rein ins Match. Das ist der fünfte Spieltag. Man meint, das ist ein Finale. Das Endspiel. Das ist ein Riesenspektakel. Naja, es ist eins von vielen Finals. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Ich habe auch immer uns nichts ändern müssen, ändern wollen. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne.
So, das ist die Aufstellung. Wie gesagt, wir wollen die Spurs heute schlagen. Vielen Dank an alle. So, ein Wechsel heute in der Startaufstellung von Tottenham Hotspur. Torhüter ist Kun Castells. N'Golo Kanté steht neben Pierre-Emile Højbjerg im Mittelfeld. Und im Angriff bauen sie heute zu Beginn der Partie erstmal nur auf einen einzigen Stürmer. Aber der heißt Harry Kane. So, gehen wir ins Match. Letztes Spiel in Paris gewonnen, 1-0 mit 4-1. Und jetzt wollen wir natürlich das Ding mitnehmen gegen die Spurs. Da haben wir im Hinspiel verloren. Aber wie gesagt, das können wir auch drehen. Paris haben auch das Spiel verloren. Gute Aktion. Kolasinac läuft den Ball gegen Son ab. Und hier wird es. Und auch gegen Reguilon geht er dazwischen. Von ihm erwarten wir heute einiges. Drei Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Schönes Ding. Ja, da möchte er natürlich heute dran antworten. Ah, kriegen wir es hin? Jetzt wird's gefährlich. Paulinho. Glück für die Spurs, dass da einer quert. Die Vorwärtsbewegung. Richter, gut gemacht da. Immer noch gefährt. Bam! Alario, 1-0. Wie gesagt, mit dem Sieg haben wir im Finale mit drei Teams. Hatte das erste, den ersten, weil ich denke, dass. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, ja, eine Körpertäuschung tatsächlich. Der hat sich hier nämlich einmal nochmal einen Tick vorgelegt. Jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Schade. Jungmin Son. Ah, Kolasinac. Ja, der muss da ein bisschen anders hinkommen. Aber dann Ludewig, der sich aber ein bisschen zu sehr abkochen lässt gerade. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Ganz ruhig erstmal machen. Also, wie gesagt, wenn wir das Spiel heute gewinnen, wäre Tottenham nicht mehr so ganz vorne weggeteilt. Das Problem, wenn wir heute verlieren, dann. Kein Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. So, haben wir es. Eine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. War nicht viel zu machen. Aber wie gesagt, erstmal heute gewinnen und dann schauen, was passiert. Weil ich denke, dass Paris auf jeden Fall Slavia schlagen wird. Aber wie gesagt, das ist noch alles Zukunftsmusik. Richter, erstmal das eigene Spiel gewinnen. Dann guck ich auf die anderen. Richter! Schönes Ding. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Ja. War gut gemacht, definitiv. Kane. Super Pass. Alazari. Oh, abseits. Gott sei Dank, abseits. Also, nee, faul. Okay. Warum auch immer. Aber ich denke, es war da irgendwo noch ein Foul mit außen. Foul ist natürlich gelbwürdig. Savic, er muss jetzt ein bisschen aufpassen, aber ich habe ja zwei Innenverteidiger auf die Bank gesetzt. Ja, Bayro, Dil Rosun. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht. Und nicht wirklich ein Spiel der Dil Rosun. Lazari gegen Lazza. Harry Kane. Den diesmal war es kein Foul und Kane bleibt liegen. Marco Richter. Das könnte eine Gelegenheit. Aber der steht wieder auf, deswegen wird es auch weiterlaufen. Kommt jetzt die Flanke. Gefährlich jetzt. Platz ist da und nicht das 2-0. Sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt ja. Es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene. Das 2-0 wäre ganz, ganz wichtig gewesen. Und es ist eine Verletzung bei Kane für Tottenham. Ah, mal gucken. Ich hoffe, dass er. Gut, wenn er rausfallen würde. Wäre Tottenham schon da vorne geschwächt? Kevin Babu. Gute Frage ist nicht so leicht. Will er spielen? Spielt er zum Beispiel noch in. Guter Pass jetzt. In Tottenham. Will er den Club verlassen? Will er Titel gewinnen? So langsam wird's gefährlich.
Tottenham macht viel Druck jetzt. Ja, das ist halt, ne? Kante. Ja, Kante. Jetzt haben wir. Deine Klasse gearbeitet. Becker. Ja, wieder nach. Tottenham sitzt. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Momentan läuft sich zu viel für Tottenham. Kane, okay, ja. Eine Minute gibt's oben drauf. Pause. Zur Pause steht 1-0. Moment 1-0 zumindest in die Halbzeitpause retten. Die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Es ist noch nicht sein Spiel, Harry Kane. Er kann so viel mehr. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Und damit steigen wir ein in die erste Spiel. Gehen wir rein. Gucken wir mal eben kurz Chelsea. Gut, Chelsea ist eigentlich ja unwichtig. Nicht unsere Gruppe. So, los geht's auf jeden Fall. Erstmal wichtig, dass wir diese Gruppe überstehen hier. Und das, der Sieg, also der Stand jetzt Sieg gegen Tottenham, macht es durchaus einfacher. Aber wie gesagt, es sind noch 45 Minuten zu spielen. Und es wird nicht einfach. Es steht nur 1-0. Ballverlust. Ja, da kommt nicht durch. Gibt aber einen Wurf für die Schalker. Weil Babu da ein bisschen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Aus dem Einwurf, der Einwurf ist er direkt weg. Conte. Ja, schön gemacht. Schön gelöst da. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann macht Salario 2-0. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Ja, wir sind zweiten Nadelstich gesetzt. Ja. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Gut, geil. Nachgelaufen, draufgegangen. Schönes Zuspiel. Und dann ist es Paulinho. 3-0, Doppelschlag, 54. Und damit, wie gesagt, gibt es ein echtes Finale. Drei Teams, voll dabei. Ein Team mit 10. Das ist Moment. Könnte der. Könnte Paris werden. Die haben nämlich 7 momentan. Tottenham hat jetzt 9. Schalke hat jetzt ebenfalls 9. Erst kommt der gute Pass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung. Ja, Slavia nur, wenn, wie gesagt, wenn er das so kommt, wie ich es erwarte, dass Slavia gegen Paris verliert, denke ich mir, dass wir ein Finale haben. Und dann können wir es tatsächlich sogar als Gruppenmeister schaffen in der Gruppe. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine. Und das nach den beiden Niederlagen gegen Paris, zu Hause gegen Paris und in Tottenham. Sieht das ein bisschen besser aus jetzt gerade alles. Ja, so schnell kannst du einfach mal drehen. Wenn man so ein bisschen reinkommt, die Chancen nutzt, die Chancen bekommt, nicht dauernd diese blöden Fehler macht, wenn man hintereinander 5 oder 6 Elfmeter gekriegt hat. By the way, ist das nächste Spiel ein Topspiel und das heißt Hoffenheim. Es ist der erste gegen den zweiten. Mal wieder. Hat man ja schon mit RB. Nächster Ball, Alario! Canas, Canas, Canas! Gute Chance! Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Aber Lazza, der nachsetzt. De Rosu! Das ist doch gefährlich. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Dabei, auch schon alles vorgekommen. Aber momentan fehlt man noch 64 Minuten, 13-0. Hat es nochmal nachgelegt, den Doppelschlag gemacht. Tottenham so ein bisschen den Zahn rausgezogen. Wenn sie jetzt das 4-0 noch machen, ist es definitiv durch. Und dann gibt es das Finale gegen Slavia. Und dann haben wir uns das alles erarbeitet und alles wieder reingearbeitet, reingekämpft. Und hier der nächste Gegner von Tottenham. Es geht gegen PSG. Ja. Im nächsten Spiel in der UEFA Champions League. Genau so ist es. Da fällt einem eine Prognose schwer. Das ist ziemlich ausgeglichen.
Und jetzt Babu. Wollen sie wechseln. Harry Kane. Und Ballverlust. Schön gemacht, Agbu Ouma. Er hat sich gezerrt und bleibt auf. Oh, dann ist es Paulinho. Nicht mit der absoluten Entscheidung, weil deswegen wäre er durch gewesen. Jetzt muss Alario raus. Deswegen habe ich das gerade schnell noch. Will ich das schnell noch machen? Die Chance nicht reinmachen, Buschi. Ich kann den Trainer verstehen. Er ist stinksauer. Aber woran hat es gelegen? Ich glaube, der war sich zu sicher. Wechsel bei Schalke. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 13. Lucas Alario. Und mit der Nummer 10, Paulinho. Neu im Spiel, die Nummer 9, Sascha Kalajdzic. Und mit der Nummer 8, Milot Rashica. Wir haben den Gewinner unserer Internet-Karte. Jetzt gibt's Einwurf. So, also Rashica ist jetzt neu in der Mannschaft, genauso wie Kalajdzic. Son, viel Power da oben jetzt, gerade gegen Becker. Und Ludewig sagt dann, ach, mit mir kommt da gar nichts durch. Rashica. Ja, Rashica. Rashica! Na, wie gesagt, er möchte natürlich auch sein Türchen machen. Klare Verhältnisse hier, kurz vor dem Ende, 3-0 der Spielstand. Schauen wir doch mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Becker. Der nächste Gegner von Schalke heißt 1899 Hoffenheim. Und in ihrer aktuellen Verfassung müssen sie kaum einen Gegner fürchten. Ja, ich denke mal, da wird nichts passieren mehr. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ja, der ist weg. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Der ist weg. Er wechselt zweifach. Ich bin gespannt, ob es auch taktische Veränderungen gibt. Na, die bringen ja sowieso jetzt nichts mehr. Das Spiel ist entschieden. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Und das ist doch noch das vierte Tor von Javairo de Rosso. Der das Ding am Ende dann doch noch eiskalt versenkt und macht und ja, trifft. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner. Aber schön gemacht, dass Kalajdzic. Ja, da seinen den Verteidiger da aussteigen lässt und dann einfach mal und. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht. So, dann kann ich jetzt schnell noch, bevor es dann wirklich Richtung Finale geht, nochmal einem Spieler einen Einsatz geben. So. Mehr Folgen. Rechter raus. Kobylanski neu in die Mannschaft. Ja, der war der erste und zweite Liga Stammspieler. Und mittlerweile, gut, Paulinho, der geht dreht momentan auf. Das ist klar, dass der vollgezogen wird. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Die Nummer 16. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Ja, damit haben wir uns wirklich ein absolutes Finale erarbeitet in dieser Gruppe. Wir sind komplett dabei mit. Wir haben jetzt 9 Punkte auf dem Konto. Das Heimspiel gegen das Auswärtsspiel in Slavia oder bei Prag. Vor der Brust und die beiden treffen hier aufeinander. Und da bin ich mir guter Dinge, dass wir dann ins Achtelfinale einziehen. Also deswegen war es nicht ganz unwichtig, dieses Spiel hier, diese beiden Spiele zu gewinnen. Man hat die beiden direkten Konkurrenten geschlagen in den Rückspielen. Und hat sich da die Punkte geholt. Und jetzt hofft man natürlich, wie gesagt, dass man gegen Slavia keinen Ausrutscher macht. Und dann in die nächste Runde einsieht. Also entweder fliegt Tottenham oder es fliegt Paris. Das ist die große Frage. Oder Schalke halt, ne? Das kann natürlich auch passieren. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich guter Dinge, das, was wir hinkriegen. Weil in Prag haben wir, müssen wir gewinnen. Aber wie gesagt, das einfach wird es nicht. Champions League ist immer noch so ein bisschen. Ein Fall für sich. Spielende in Bayern steckt die Moskauer. No, das ist aber für uns, wie gesagt, eher unwichtig. So, Rashica sagt gerade Dankeschön, dass er gespielt hat.
So. Kommen die noch? Ja. Geht's zu Sheffield. Und dann geht's ins Topspiel, liebe Leute. Spieltag Nummer 13 wäre das dann. Und dann wollen wir den nächsten Sieg holen. Und dann könnte man auch weit da wieder ein bisschen wegkommen. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann freue ich mich, wenn ihr einschalten würdet. Let's Play FIFA.